Ihr habt es euch gewünscht und heute ist es soweit. Wir werden uns heute in diesem Video gemeinsam anschauen, warum es essentiell ist, dass die Drecksaktie PayPal endlich ihren zyklischen Boden ausbaut, weshalb ich denke, dass wir hier eine historische Kaufchance weiterhin sehen, wir den Mut fassen sollten, hier weiterhin einzusteigen, Positionen zu akkumulieren, um den nächsten übergeordneten Zyklus zu bespielen. All das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Falls ihr mir und meiner Arbeit hier auf YouTube etwas zurückgeben wollt für den kostenlosen Mehrwert, den ihr tagtäglich erhaltet, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wir steigen an dieser Stelle mal direkt ein in die kurzfristige PayPal-Struktur, denn die ist gerade wirklich sehr interessant. Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir es hier mit einem Kandidaten am Tech-Sektor zu tun haben, der in jedes Portfolio gehört. Ich habe auch in den letzten Tagen wieder deutlich zugegriffen bei PayPal und wir werden uns heute genau anschauen, weshalb ich denke, dass wir kurz davor sind, einen zyklischen Boden auszubauen oder diesen eventuell sogar schon gesehen haben. Und an dieser Stelle springen wir gleich mal ins Chart. Totgesprochene Aktie PayPal, heute wieder im Visier des Phantoms. Ihr kennt die Struktur, es hat sich nichts verändert. Weiterhin gehe ich davon aus, dass wir uns in einer Diagonalstruktur befinden. Ja, wir haben ein neues Tief ausgebildet. Das war nicht gemäß unserer Primärerwartung so eingetroffen. Jetzt gilt es natürlich zu evaluieren, wie geht es hier weiter bei PayPal. Haben wir es hier mit einem Kandidaten zu tun, der wie viele sagen auf Null läuft, oder haben wir es hier weiterhin mit einer meiner Meinung nach historischen Kaufchance zu tun? Am langen Ende muss das jeder Zuhörer für sich entscheiden, ob er hier sein Geld parken will oder nicht. Ich bin hier weiter investiert und freue mich über jede neuen Tiefstände, die wir hier bei PayPal sehen, denn ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die aktuellen Niveaus um 60 Dollar sehr bald nie mehr wiedersehen werden. Wir springen direkt mal ein. Die letzte Kaufzone erfolgreich abgegriffen worden. In der Spitze ging es hier bis zum letzten Top in der aktuellen Welle 4 Annahme um ganze 16,7% nach oben. Da waren natürlich alle sehr glücklich über diesen Buy-in. Schließlich war das innerhalb kürzester Zeit ein recht bedeutsamer Anstieg. Mit diesem letzten scharfen Abverkauf ging natürlich die Euphorie bei PayPal wieder flöten und in der Kommentarsektion hat man an breiter Front wieder gesehen, was das denn bitte für eine Scheißaktie wäre. Wie könnte ich bitte nur in PayPal investieren? Ich würde an dieser Stelle sagen, schauen wir doch einfach mal, was mit PayPal in den nächsten Jahren passiert und dann sprechen wir uns einfach, sobald wir unser überzyklisches Kursziel erreicht haben bei PayPal. An dieser Stelle möchte ich auch nur mal ganz schnell an das übergeordnete Chart nochmal hinweisen mit Mindestkursziel auf 560 in der Expansion bis zu 868 Dollar. Ich halte daran weiterhin selbstverständlich fest. Also Diagonalstruktur weiterhin bei PayPal. Wir haben wie gesagt ein neues Tief ausgebaut, ist für mich kein Beinbruch. Das Chart hätte im Endeffekt auch komplettiert sein können mit der Welle 5 Annahme, wie sie davor von mir angenommen wurde. Ist immer so eine Sache bei Diagonalstrukturen, weiß man es erst im Nachhinein, ist dieses Diagonal tatsächlich komplettiert oder befinden wir uns eventuell sogar weiterhin in einer Subwelle, die uns in diesem Fall aus bärischer Perspektive erlaubt, ein neues Tief auszubilden. Haben wir gemacht. Jetzt ist natürlich wichtig, wie kann man dieses Diagonal komplettieren. Wir als Analysten achten immer auf die relevanten Niveaus innerhalb der Substrukturen in den Impulsstrukturen. Das heißt einmal Welle 1, 3 und 5, denn die spielen miteinander bzw. die spielen zusammen, wenn es darum geht, die Expansion, also die Länge der nächsten Welle zu errechnen. In diesem Fall gehen wir wie folgt vor. Wir versuchen erstmal zu klassifizieren, wie lang ist denn diese Welle 1 und in diesem Ending-Diagonal, was eine beendende Struktur des Trendes darstellt, ist es in diesem Fall wichtig, dass die nächsten Impulswellen, die sich hier in diesem Fall dreiteilig intern ausbilden, was sie de facto getan haben, immer kürzer sein müssen als die vorangegangene Welle. Das heißt, Welle 3 muss kürzer sein als Welle 1 und Welle 5 muss ebenfalls kürzer sein als Welle 3. Im
Umkehrschluss bedeutet das nach Elliott-Wellen-Fachjargon, dass die Welle 3 innerhalb des Diagonals auch niemals die kürzeste Welle sein kann. Das heißt, wir haben an dieser Stelle automatisch ein Kursziel für diese letzte Welle 5, die dann im Umkehrschluss einen Trendwechsel hier einleitet von 61,8 bis 100% in der Maximalexpansion. Wenn wir uns jetzt also mal anschauen, wie krass diese Welle 5 expandiert hat, da sehen wir, dass wir aktuell zumindest einen bedeutsamen Anstieg auf dem häufigsten Kursziel einer solchen Welle 5 Expansion sehen. Das heißt, auf dem 61,8er Fibonacci Expansionsniveau für diese Welle 5 in blau gesprochen, haben wir hier einen bedeutsamen Anstieg bei PayPal gesehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir es hier aktuell mit einer Bodenbildung zu tun haben bei PayPal. Das Ganze aber aktuell noch gar nicht so wahrnehmen, weil der Markt eben noch nicht so weit gelaufen ist. Natürlich kann es sein, dass diese Welle 5 ein gewisses Overshoot ausbildet, sprich diese Trendlinie des Diagonals selbst nach unten hin verlässt. Was in diesem Fall relevant und wichtig ist, ist und bleibt weiterhin das Expansionsniveau um 100%, denn das ist automatisch unsere Invalidierungszone für diese Diagonalannahme. Das heißt, alles in diesem Bereich zwischen 61,8er FIP-Expansion und 100%iger Expansion bei $47,17 ist ein absolut relevanter Bereich, damit PayPal es endlich mal schafft, den zyklischen Boden auszubilden. Ansonsten würde diese Diagonalstruktur scheitern und wir hätten es hier mit einem komplett anderen Szenario zu tun, was ich zum aktuellen Zeitpunkt ehrlich gesagt absolut nicht sehe, macht meiner Meinung nach aus charttechnischer Perspektive hier keinen Sinn, einen anderen impulsiven Abverkauf zu berücksichtigen. Dementsprechend ist das hier zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, absolut mein primär und einziges Szenario, was ich aktuell hier aus bullischer Perspektive bei PayPal hier sehe, weshalb ich in den letzten Tagen auf dem 61,8er FIP hier nachgekauft habe. Was mir neben der Diagonalstruktur als solche und den damit einhergehenden Fibonacci-Expansionsniveaus sehr wichtig ist, ist die Indikatorenlage. Wenn wir an dieser Stelle einen Blick auf die Indikatorenlage bei PayPal werfen, sehen wir, dass wir auf sämtlichen Zeiteinheiten so zerbombt sind wie bei keinem anderen Tech-33-Titel bei uns im Paket. Selbst wenn wir mal einen Blick auf das Daily-Chart, auf das Two-Day-Chart oder auf das Four-Day sowie das Monthly-Chart werfen, sehen wir, dass wir auf sämtlichen Zeiteinheiten massive Divergenzen auf dem MACDs ausgebaut haben. Eine solche Divergenz ist mal grundsätzlich sehr wichtig, dass wir diese ausbilden, sofern wir uns natürlich innerhalb einer Diagonalstruktur befinden. Was wir hier sehen, ist, dass wir in der eigentlichen Preisgebung des Titels neue Tiefstände im Chart sehen, aber keine neuen Tiefstände auf dem MACD sowie auf dem RSI. Das Ganze klassifizieren wir und benennen wir an dieser Stelle als Divergenz, die wir immer sehen wollen, sofern wir uns natürlich in einem Trendwechsel befinden innerhalb dieser Diagonalannahme, was wir ja aktuell zu diesem Zeitpunkt auch antizipieren. Um das Ganze hier sauber abzuschließen, wollen wir sehen, dass wir auf dem Monthly Chart, also auf dem Monatschart, seitens der Indikatorenlage einen Cross auf dem MACD ausbilden. Das heißt, auch hier sehen wir, dass wir ein Kaufsignal auf dem Monthly MACD gesehen haben, ebenfalls einhergehend mit abnehmendem bärischen Momentum. Unter Berücksichtigung sämtlicher Parameter, sei es das übergeordnete Chart in dieser ABC-Flat-Annahme sowie dem kurzfristigen Chart in dieser Diagonalstruktur und als Bestätigung dafür die Indikatorenlage auf sämtlichen Zeiteinheiten, komme ich hier nur zu einem einzigen Schluss, und zwar der, dass wir es hier mit einer historischen Kaufchance bei PayPal zu tun haben werden und sich einige Leute in den Arsch beißen werden, wenn sie hier bei PayPal nicht einsteigen. Das ist am langen Ende meine analytische Schlussfolgerung. Was ihr damit anfangt, liegt bei euch. Ich persönlich bin investiert. Wir sprechen uns dann in den nächsten Monaten nochmal, wenn wir das Ganze evaluieren. Wird das Ganze ausspielen oder nicht? Die Daumen sind gedrückt. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, euer Like und euer Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.